Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, es geht wieder los. Wir fahren wieder pflügen. Oder pflügen weiter, sagen wir mal so. Das trifft es wahrscheinlich eher. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, nach welcher Art ich dann hin und her fliege. Mir ist schon mittlerweile zur dritten Bahn. Ich mache jetzt mal die Feldbegebenheit an. Sagen. Ich muss ja an der Seite aus, an der Hoch- und Runterbahn. Hier mal Daumen. Und der Bahn da drüben. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Mal gucken, wie wir umkommen. Aber ich weiß nicht, die vierte Runde vorhanden. Sicher ist sicher. Ausrichten oder so. Und passt das halbwegs. Ja, schon mal einstellen hier. Zack. Wo haben wir's? Wo haben wir's? 6 Meter. Zack. 6 Meter. Noch was einstellen. Haben wir 210. Das ist 180, okay. Let's go. Ich denke mal von hinten der Ecke an, von der ich gerade gekommen bin. Da habe ich ja überall definitiv 4 Runden und das sollte zum Wenden reichen.
Mal bis hin und dann geht's los. Mal gucken. So, Delay ausheben. Mal ausrichten. Passt ja halt oben halt. Immer auf der schiefen Bahn, wie man so schön sagt. Da schloss einfach drinnen. Mal ganz kurz durchtappen. Wie viele Stunden hat er noch? 3 Stunden. Ist noch eine ganze Ecke hin. Es sind noch 9 Folgen. Ist der Fall, ich mit Pressen da oben. Und das ist nur das Pressen. Ich habe ja auch noch was zu tun. Plötzlich bin ich mal überlegen, ob ich die austausche in die Kubota. Die mit 6 Meter weniger arbeite. Bin ich gerade echt am Überlegen, gerade wegen der Düngedingsbums.
Und ich sehe schon, ich muss hier bestimmt Steine lesen. Die Steine überhaupt an? Einstellung, was sehen Sie? Ist hier, gucken wir mal, ist halt schwer. Steine lesen ist an. Ich brauche noch einen Steinsammler. Bevor ich hier überhaupt mit euch anderen übers Gerät, übers Zeug gehe. Fällt schon mal zur Hälfte, kann man fast sagen, fertig. Ich habe hier das Gefühl. Aber man denkt, man müsste ja niesen. Und niesen in der Aufnahme ist meistens immer schwierig. Weil es endet dann zu welchem Tempo ich euch ins Ohr schreie. Und je nachdem, wie ihr guckt, kann es unangenehm werden. Schalte über Boxen, mag es gehen, aber schalte über Kopfhörer oder sowas. Könnte es doof werden. Sollte jetzt passen. So, haben wir das erste Feld schon so gut wie fertig. Das wird so, schaffe ich nämlich jetzt. Dann werden wir gucken, wo ich die Steine dann loswerde. Eventuell haben wir eine Produktion drauf, die wir Kalk herstellen können. Ich speichere erstmal, was sie richtig da. Speichermenü, ich muss doch hier rein. Bauen. Produktionen, das ist BGA. Das hier Rübenhäcksler, also da kommt Zuckerrüben und Steine raus. Kalkproduktion, hier haben wir da was. Er macht aus Steinen Kalk. Und kann man so einlagern. Wenn wir sowas haben. Dann können wir auch einlagern. Muss das Zeug hier irgendwie irgendwo da produzieren. Gewisse Mengen an Kalk.
Zoom Delay. Müsste man ja auch das Eis schaffen, aber langsam geht das hin. Auf Osterfeld, ja, bleib fertig. Schnell. So. Da Tor fällt Nummer 1. Und weil es so schön war, machen wir mit Feld Nummer 2 gleich weiter. Und los geht's. Schon ordentlich machen hier. Okay, das ist gerade einer von frisch gepflegt, ein bisschen unser Flug unten ist, aber ich bin so guter Schütze. Da muss er durch, also durch, wenn er frisch werden, wie man sagt, der Sprit unten drin, 24%. Ich sehe den schon, bevor ich Steine sammeln schicke, schicke ich gleich mit dem Tankwagen hochfahren. Aber das wird erst in der, irgendwann in der nächsten Folge oder nächsten Folgen, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, euer Jaso. Also.